Widerstände. Hast du schon gehört? Nein. Eine gute Nachricht? Kann man wohl sagen, ja. Schokoladenration soll erhöht werden. Ja, tatsächlich. Auf 25 Gramm nächste Woche. Doppel plus gut, nicht? Auf die Nahrungsmittelproduktion. Und das Neusprechkomitee? Die machen Überstunden. Ganz schön schwierig. Wir sind jetzt bei den Adjektiven. Wir haben auch Mühe, der Sprache ihre endgültige Gestalt zu geben. Ja. Ist eine fabelhafte Sache, Worte zu zerstören. Schmeckt doppelt plus gut. Ich glaube, in dem Stew hier ist nicht das kleinste Stückchen Fleisch enthalten. Sieht aus wie Fleisch, schmeckt wie Fleisch, ist aber kein Fleisch. Doppelt plus gut. Kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie was Besonderes? Ich war schon mal hier. Ah. Wegen Rasierklingen. Aha. Sie verkauften mir ein Notizbuch. Ja. Ja. Aber bitte sehen Sie sich ruhig um. Du bist ein Gedankenverbrecher. Es bleibt einem nicht viel in diesen Tagen. Die Kriege. Die Polizei mag uns nicht besonders. Achtung, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Soeben wird uns ein großer militärischer Aufmarsch in der Sahara-Wüste gemeldet. Und zwar in den Kriegsabschnitten 17 und 18. 14 schwere Panzerdivisionen. Es gibt die Wahrheit und es gibt die Unwahrheit. Auf dem Vormarsch in nördlicher Richtung nach Ouagadougou. Freiheit bedeutet, die Freiheit zu sagen, dass 2 und 2 4 ist. Gilt dies, ergibt sich alles Übrige von selbst. Alle Wörter ähnlicher oder entgegengesetzter Bedeutung sind abzuschaffen. Beispiel, Worte wie hervorragend, großartig, phänomenal sind abzuschaffen. Gut wird gesteigert mit Plusgut und Doppelplusgut. Julia, gibt es die Widerstandsbewegung wirklich? Nein, gar nicht ist wirklich. Es geht nicht so sehr darum, zu überleben, als vielmehr darum, menschlich zu bleiben. Es gibt Gedankenverbrecher, die behaupten, der Widerstand würde nicht existieren. Glauben Sie mir, Winston, es gibt ihn wirklich. Vielleicht stellen Sie sich ein riesiges Netz von Verschwörern vor, die bereit sind, jede Abscheulichkeit zu begehen, um die Ordnung unserer Gesellschaft zu demoralisieren und zu schwächen. Die Wirklichkeit ist sehr viel komplizierter. In Übereinstimmung mit den Prinzipien der Bruderschaft spielt es keine Rolle, ob wir im Krieg sind oder nicht. Aber wenn wir es sind, darf es keinen Sieg geben. Der Krieg darf nicht gewonnen werden, sondern muss immer weitergehen. Das Ziel moderner Kriegsführung ist die Zerstörung von Produkten menschlicher Arbeitskraft. Eine hierarchische Gesellschaftsordnung ist nur möglich auf der Grundlage von Armut und Unwissenheit. Mit anderen Worten heißt das, das Volk muss immer am Rande der Hungersnot gehalten werden. Krieg wird immer nur geführt von der herrschenden Klasse gegen die eigenen Untergebenen. Sein Ziel besteht nicht darin, über Eurasien oder Ostasien zu siegen, sondern die Gesellschaftsstruktur zu bewahren. Da ist Wahrheit und da ist Unwahrheit. In einer Minderheit zu kämpfen, bedeutet noch nicht verrückt zu sein.
Ich verstehe zwar das Wie, aber ich verstehe nicht das Warum. Gedankenpolizei. Ich wusste es selbst nicht. Gedankenverbrechen sind heimtückisch, weißt du. Sie überkommen dich. Meine Tochter hat das rausgefunden. Ich bin stolz auf sie. Ich bin wirklich froh, dass sie es rausgefunden hat, bevor es zu spät ist. Ich werde doch nicht erschossen, nicht wahr, Smith? Ich weiß, dass ich noch ganz nützlich sein könnte in einem Arbeitslager. Wissen Sie, wo Sie sind, Winston? Ich weiß es nicht. Aber lassen Sie mich raten. Im Ministerium für Liebe? Eine Frage. Wie bekommt ein Mensch Macht über einen anderen? Indem er ihn leiden lässt. Sehr richtig. Gehorsamkeit reicht nicht aus. Macht bedeutet auch, Schmerz und Demütigung zufügen, andernfalls ist man nicht sicher. Macht heißt aber auch, den menschlichen Geist zerlegen und ihn wieder zusammensetzen, in neuer Form, die wir selbst bestimmen. Macht ist kein Mittel zum Zweck, sie ist der Zweck. In unserer Welt gibt es nur Triumphe und Selbsterniedrigungen. Alles andere werden wir vernichten. Die Vergangenheit ist verboten. Warum? Wenn wir den Menschen von seiner Vergangenheit trennen, können wir ihn auch von seiner Familie trennen, von seinen Kindern und anderen Menschen. Halten Sie sich für einen Menschen? Ja. Wenn Sie ein Mensch sind, sind Sie der letzte Mensch. Ihre Art ist ausgestorben. Wir sind die Erben.